Schön, schön, ragt empor der Berg Zion. Also meine beiden Eltern haben gut, sehr gut gesungen. Ah ja. Und da gibt es eine Geschichte. Ich habe als Kind, als Baby geschrien, wenn die gesungen haben. Immer wenn die gesungen haben, habe ich geschrien. Dann war mein Vater ganz verzweifelt und hat gedacht, der Bub ist unmusikalisch. Und dann hat es jemand erzählt, dann hat er gesagt, der Fall kann genau umgekehrt sein. Der Bub wird durch die Musik aufgeregt und angesprochen. Und deswegen schreit er. Und das sollte sich bewahren. Also, ich bin nicht zur Musik gekommen, sondern die Musik ist zu mir gekommen. In der Nacht liegt die Stadt des großen Königs. Der Sprung von der Romantik und von den großen Klassikern, sage ich jetzt mal, rüber in die Zwölftonmusik, der hat ja einmal so eine historische Strecke, aber der hat ja für jeden Komponisten auch so ein biografisches Moment. Ist das so, dass Sie da jemand angezündet hat? Oder ist das so ein Widerspruchsgeist gewesen? Was war für Sie der Ausschlag? Mit der Zwölftonmusik, meinst du? Ja, dass Sie sagen, ich komponiere ja, ich jetzt Zwölftonmusik. Ich habe lange genug bei David studiert und habe dann gedacht, ich muss noch irgendwas Neues haben. Und bei David habe ich ja den mehr traditionellen Polyphonstil komponiert. Und da wollte ich mal wegkommen, rauskommen, was anderes machen. Und da bin ich nach Freiburg gegangen, sofort noch, um 12 Stunden Musik zu studieren. Und das ist gut gewesen. Nageln Sie mich aber bloß nicht fest auf 12 Tonnen Musiker oder Komponist. Also die 12 Tonnen Musik ist dann schließlich dazu gut gewesen, weil ich dadurch neue Klänge und neue Melodieverläufe gefunden habe, gesucht und gefunden habe, die expressive Eigenart meiner Musik nur noch gesteigert hat. Und ich schreibe natürlich abwechslungsweise, manchmal ohne 12-Tonreihe, manchmal mit, also das spielt überhaupt keine Rolle mehr. Die 12-Ton-Technik an sich spielt keine Rolle mehr. Ich habe dann vor allem durch mein Studium von Kompositionen von Anton Webern sehr viel gelernt. Also allein die Technik, nicht die Musikalität, sondern die Technik habe ich hauptsächlich von Webern gelernt. Ich habe da ein Stück analysiert, und zwar Opus 5, 5 Sätze für Streichquartett. Habe ich sehr große Analyse geschrieben und da habe ich eigentlich am meisten gelernt. Das ist also ist der Notentext von Webern da oben. Mhm. Und das sind die Analysen da drunter. Also da steht jede Note untereinander, so wie es sein muss. Und meine Musik ist ja, obwohl diese Beziehung zu Webern besteht, völlig anders als Weberns Musik. Weberns Musik ist abstrakt, asketisch. Intellektuell und meine ist emotional und hat, also ein Kritiker hat mal geschrieben, mit von überbordenden Klängen, die ich hätte in meiner Musik. Und das würde ich schon auch unterstreichen. Also das Expressive als das Hauptmerkmal eigentlich meiner Musik. Was ist tonale Musik? Das ist die Frage. Also, ich bin einer exzentrischen Meinung eigentlich. Ein Musiker, der mit Tönen schreibt, schreibt tonale Musik, der kann gar nicht anders. Weil wenn Töne zusammengesetzt werden, die bilden automatisch ein tonales Zentrum. Insofern gibt es eigentlich gar keine atonale Musik, weil tonale Musik ist Musik, die mit Tönen gemacht wird. Ich habe einfach angefangen,
Und dann war eine Idee da und dann hatte ich gefragt, was will diese Idee von mir? Und dann ist die Komposition losgegangen. Das war häufig so. Mhm. Und dann habe ich, wie gesagt, viele Texte vertont. Über 200 Lieder habe ich geschrieben. Mhm. Und da hat man ja dann, am Text hat man ja dann die Führung, weil ich muss ja den Text musikalisch ausdeuten. Also da bin ich ja sozusagen vom Text geführt. Mhm. Und dann habe ich auch einige Aufträge bekommen. Ich sage immer, meine Pentaptychon-Stücke sind meine Symphonien. Ja, also Zyklus finde ich gut. Also natürlich Liederzyklen sowieso. Da habe ich schon die gewählt, die eben Zyklen sind. Ich habe immer nur gemacht in meinem Leben, was ich wollte, was mir gemäß war. Also ich habe nie irgendwelche Rücksichten genommen auf Tendenzen, auf Strömungen, auf Moden, auch nicht auf Publikumsfreundlichkeit oder auch nicht etwa, wenn mich Leute oft gefragt haben, warum schreiben Sie so schwer? Dann habe ich gesagt, ich schreibe nicht schwer, weil ich schwer schreiben will, sondern ich brauche diesen Schwierigkeitsgrad, um das auszudrücken, was ich will. Also ich habe da einen Klarinettisten gehabt und da sollten Stücke geschrieben werden für Klarinette und Kontrabass. Und der Klarinettist hieß Jürgen Demmler und war im SWF-Orchester. Dann habe ich gesagt, ja, du musst aber einen Kontrabass finden. Und da hat er mir keinen geringeren beigebracht als den Wolfgang Güttler. Ich weiß nicht, ob Sie den Namen kennen. Also Solo-Kontrabassist im Südwestfunkorchester. Und dann habe ich für die beiden das Stück geschrieben. Und dann haben sie es auch gespielt und dann ging das so weiter und dann hat es geheißen, ja, man soll nur Musik haben für Kontrabass und so weiter. Und ich weiß jetzt nicht, wer auf die Idee kam, Trompete, Posaune und Kontrabass. Auf jeden Fall habe ich dann zum Güttler gesagt, Herr Güttler, du musst einen Trompeter und einen Posaunisten finden. Da sehe ich der. Ich sage Ihnen keine geringen. Ich sage Ihnen den Solo-Trompeter vom Südwestfunkorchester und den Solo-Posaunisten. Aufgeführt im Konzert, CD gemacht. Also so sind so seltsame Besetzungen auch zustande gekommen. Analysen machen. Gucken, wie hat es der gemacht? Und zwar genau gucken. Ja. Und dann lernt man. Sonst weiß ich nicht und schon mal Lehre gehen. Unbeirrt bleiben. Bitte? Unbeirrt bleiben. Ja, auf jeden Fall, natürlich.